Hey, du. Wer, ich? Genau. Komm mit, ich habe hier etwas, was in keinem Haushalt fehlen sollte. Komm schon. Ja, was ist denn das, was in keinem Haushalt fehlen hier sollte? Hier ist es. Was ist denn das? Eine Waage. Ach, eine Waage? Eine Waage zum Wiegen? Genau. Und warum brauche ich in meinem Haushalt so eine Waage? Hör zu, angenommen. Nur mal angenommen, du backst einen Apfelkuchen, ja? Mhm. Und im Rezept, da steht... Nimm 2 Pfund Äpfel dazu. Woher willst du wissen, wie viel 2 Pfund Äpfel sind? Nun, ich muss sie auf der Waage wiegen, wie du es jetzt machst. Genau. Mhm. Dann weißt du, es sind 2 Pfund. Siehst du? Hier. Ja. Gut. Ja. So, jetzt nehme ich die Äpfel wieder runter. Angenommen, du machst zur Abwechslung mal einen leckeren Bananenpudding. Mhm. Und im Rezept steht, nimm dazu 2 Pfund Bananen. 2 Pfund von diesen herrlichen Bananen. Ja, ja. Was würdest du tun? Ich müsste mir eine Waage besorgen und sie wiegen. Eine Waage wie die genau. Da. Wie ich eingangs schon erwähnte, eine gute Waage dürfte in keinem geordneten Haushalt fehlen. Ja, da haben Sie vollkommen recht. Genau. Ich werde etwas Gutes für dich tun. Ich werde dir die Waage für nur 1 Groschen verkaufen. Tja, aber wir haben schon eine Waage. Aber wissen Sie was? Ich nehme 2 Pfund Bananen und noch 2 Pfund Äpfel. Und was brauche ich denn noch? Ja, 3 Pfund Zwiebeln und einen Kopf frischen Salat und noch ein paar Tomaten, die sind auch alle. Und haben Sie auch Pflaumen? Ja, die müssen aber schön weich sein, dann mag ich sie am liebsten. Und dann brauche ich auch noch unbedingt ein bisschen Suppengrün und Porree. Und wenn Sie auch noch Kartoffeln haben, nehme ich auch noch welche mit.